Sicherheitshalber nochmal eine Ansage. Wir haben jetzt gerade als dritte Übung Kreuzheben gemacht. Das Kreuzheben seht ihr auf Aristos-Channel. Mache ich unten den Link rein. Wir machen jetzt weiter mit Latziehen. Mit zweitem Parallelgriff. Ich mach mit. Let's do it. Nothing fancy, nothing magic, just fucking lat pull downs. Mal 60 Kilo müsste reichen. Mann, hast du lange Arme, fuck! Krass. Nimm die Schultern schön mit nach unten, wenn du unten ankommst. Und spann die Latze, genau. Dreh die Brust nach oben. Mal einen Zug. Boom. Bewusst spüren jetzt, schön. Muscle-Mind-Connection. Zug. Ja, das Ding wächst sowieso wie Unkraut. Zug. Wir kämpfen. Heute kämpfen wir. Dabei ist es eigentlich fast gar nicht. Eigentlich werden wir voll aufgeladen. Ich auf jeden Fall ausgeschlafen. Hätte ich es auch im Schlaf machen können. Machst du ja quasi fast. Ja. Du bist ja quasi fast im Schlaf. Ja, quasi bin ich eigentlich im Schlaf. Werden alle Reserven aktiviert. Oh! Du hast es gesehen, bei der letzten Wiederholung habe ich bewusst Schwung geholt, um in die endgültige Kontraktionsposition zu gelangen. Also in Ordnung, Leute, wenn ihr Schwung holen müsst, tut's. Aber nicht von Anfang an zu schwere Gewichte nur durch Schwung bewegen, sondern höchstens mal um 2, 3, 1, 2 Wiederholungen am Ende nochmal zu vervollständigen. Bettchen ruft, Essen ruft. Unterarm steht senkrecht, sehr schön. Unten die Schultern zusammenziehen, boom. Mach keine Pause oben, komm gleich wieder runter. Zug. Schön flüssige Wiederholung. Zug. Und Zug. Zwei. Ja, wollt ihr einfach aufhören? Zug. Runter den Scheiß. Gut, okay. Eine Sache muss ich dazu sagen. Ich glaube, es ist mal nicht schlimm, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat beim Sport. Man vielleicht nicht die beste Leistung bringen kann. Wenigstens würde ich sagen, eigentlich eine gute Leistung, wenn es nicht die beste ist, hat man trotzdem was gemacht. Also da muss man kein schlechtes Gewissen haben, dass man so nach dem Motto, ich habe nichts gemacht, habe keinen Muskelkater vielleicht am nächsten Tag. Apropos Muskelkater, was soll eigentlich dieses Gerücht? Viele meckern ja zum Beispiel. Ganz besonders, ich weiß, das wird jetzt vielleicht nervig. Meine Freundin sagte mir, wenn ich am nächsten Tag keinen Muskelkater habe ich irgendwas falsch gemacht oder ich habe nicht hart genug trainiert. Ja. Muskelkater ist nicht notwendig, um effektiv trainiert zu haben. Geschieht des Öfteren, aber ist nicht zwangsläufig notwendig. Ja? Es gibt verschiedene Arten des Muskelkaters. Es gibt diesen oberflächlichen, wo du schon anfasst, den du gleich merkst. Und relativ hohe Wiederholungszahlen. Und dann gibt es nochmal diesen tieferen, der von Schwergewichten kommt, der ist viel schlimmer. Kommt meist am zweiten Tag hinten raus. Weißt du? Und schwer trainiert das und denkst, oh, war ja gar nicht so schlimm. Und dann am übernächsten Tag danach. Dann merkst du, oh, krass, wenn du dich bewegst, oh, das zieht noch ganz schön, drückt noch ganz schön. Der ist meist noch schlimmer und der Körper erholt sich von diesem tiefen Muskelkater. Nicht so schnell, wie wenn du diesen oberflächlichen von viel Wiederholungszahlen hattest. So, jetzt schon wieder so viel Information. Was ich sagen wollte, eigentlich, das ist viel wichtiger, alle glauben immer, man muss jedes Mal alles geben. Immer wieder 100%. 100% Fokus. Und alle machen es bei YouTube so, weil es so gut ankommt. Yes? Wir sind auch leidenschaftliche Sportler. Aber man kann nicht immer 100% geben. Das ist unmöglich. Ja? Ich kotze zum Beispiel heute ab. Ja, und meine Fresse, ey, du kannst nicht immer Hochleistung bringen, das ist unmöglich. Wir sind unter anderem auch Spitzensportler. Spitzensportler hat eine Leistungsspitze zu bestimmten Zeiten und ansonsten muss ich auch mal zurückhalten. Also, ich will euch nicht die Motivation nehmen, aber der Aristo trifft es auf den Punkt. Man kann nicht immer in Bestform sein und Höchstleistung bringen, das ist Fakt. Das David und Goliath Workout. Kennst du den? Kennst du den? Mhm. Ja. Oh. YouTube-Ratespiel. Wer ist das? Wer? Nochmal. Also nochmal.
Ich kenn's nicht. Meine Zuschauer wissen, wer gemeint war. Na, nee. Dann schreibt auf jeden Fall unten in den Kommentaren, weil ich will's wissen. Ich erkenne den gerade nicht. Ganz anfangen mit der Anfang. Hör nicht auf, Aristo. Zug, weiter, Zug. Das kannst du mit dem Kopf steuern jetzt. Komm. 3, 2 noch, come on. 1, pull. Und die letzte, 2, Zug. Mädchenkram, siehst du. Also, jetzt kommt die zweite Ruderübung. Wir haben schon lange Rudern gemacht. Da waren die Ellbogen relativ eng am Körper. Da waren wir haben den unteren Bauch gezogen. Also, unteren Anteil des Latz eher. Jetzt setzen wir uns ein bisschen nach unten und ziehen ein bisschen weiter oben mit den Ellbogen. Kommen also mehr in den oberen Rücken rein. Wir nehmen jetzt hier eine Maschinenübung, damit wir nicht mehr so viel stabilisieren müssen. Und uns voll und ganz auf die Latz konzentrieren können. Ja? Und wir sehen, wie der Rücken arbeitet. Schön. Kriegst du ein gutes Muskelgefühl? Ja. Sehr schön. Auf jeden Fall. So muss es sein. Und weiter kämpfen. Weiter, 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 zieh. Jawohl. Danach sind wir durch. Wir sind danach durch. Wir waren schon vorher durch. Ja. Dein letzter Satz, dann hast du es geschafft. Warum empfinde ich dich gerade als Albtraum? Ja. Okay. Ernsthaft. Ja. Ein bisschen Blut reinschicken. Du brauchst keinen mehr machen. Juhu! Na, dafür hatte ich also bei meinem Kreuz im Einsatz mehr. Hattest du nicht? Hatte ich nicht? Doch, eigentlich schon, aber meine waren viel, viel schwerer und intensiver. Sag mal, hast du irgendwas für dich? Na, haben sie dich vorbereitet an Shakes? Irgendwas? Ich meine, du hast dann wirklich jetzt schon ewig nichts mehr gegessen. So, das ist jetzt das Problem. Ich habe wenig geschlafen. Hab wenig gegessen oder eigentlich kaum. Ich habe gar nichts gegessen. Ich kam gar nicht dazu. Doch. Also vorhin, heute früh, nachts so gar nichts. Ja, genau. Du hast vorhin einen Schluck Orangensaft gehabt. Einen Schluck Orangensaft. Was hast du da noch? Ja, ich glaube, das war ein Salzstang. Wie so eine Brezel. Ja, zwei so, kleine Brezeln. Zwei kleine Brezeln. Und jetzt pass auf, Leute, ganz ehrlich. Ich habe ihm gesagt, beim Shooting, er soll den Muffin essen. Wie ist es Muffin und Ballisto, weil die lagen da so rum. Genau, hatte ich aber, wollte ich nicht. Wollte er nicht, weil wollte du nicht. Hattest... Das Problem war, dadurch, dass ich so wenig geschlafen habe, hat mein Magen zugemacht. So, und jetzt stellt sich die Frage, ich habe jetzt mal ganz ehrlich. Der Magen zugemacht, das kann mir nicht passieren. Ich bin ein guter Esser, ich esse gerne und viel zu viel. Das Magen zumachen also, und zu müde zum Essen kenne ich nicht. Also ich muss es sagen, gibt viele Leute, ich quatsche hier einfach. Das ist einzigartig. Das gibt es ganz selten. Diese Menschen werden nie zu dick. Danke sehr. Ja, ist so. Ding. Also er ist nicht nur schwarz und hat eine gute Genetik, sondern isst tatsächlich auch relativ wenig. Genau, und wird einfach nicht dick und baut trotzdem irgendwas. Ha, ha. Du isst ja auch wenig, wie sollst du von wenig essen nicht dick werden? Das ist ja... Okay, jetzt die Frage, was aber soll ich jetzt essen? Aber jetzt ist die Frage so, was soll ich jetzt essen? Vor allem, was mit so einem Malzbier? Ah, siehst du, gute Frage. Ich habe es ja vorhin genommen, um Energie fürs Training zu haben. So. Hättest du auch machen können? Genau, wollte ich aber nicht, genau. Ja, wolltest du nicht? Jetzt. Warum eigentlich nicht?
keine Ahnung. Ja. Ich wollte das Training eigentlich nur hinter mich bringen. So, jetzt haben wir es hinter uns gebracht und jetzt, glaube ich, kann ich mir Malz begönnen. Jetzt kannst du dir, solltest du dir Malz begönnen, hast du natürlich ein Problem, hast du nur Kohlenhydrate drin. Genau, und was soll ich jetzt aber noch am besten essen? Weil, also essen, ja, ich würde erstmal grundsätzlich jeden nach dem Training dazu raten oder vor dem Training etwas ins System zu schmeißen, was relativ schnell verdaut wird, verstoffwechselt wird. Deswegen werden ja auch von der Nahrungsergänzungsindustrie sogenannte Hydrolysate und Proteinkonzentrate angeboten oder extrem schnell verdauliche Aminosäuren. Ja? Hast du aber gerade nicht hier. Ich werde dir vielleicht finde ich noch irgendwo eine BCA-Ampulle mit Hydrolysat drin. Kriegst du von mir, das wäre nämlich optimal in Kombination mit dem Zucker. Ja, was hat so eine Flasche? Keine Ahnung, wir sind 500 Milliliter drin, 10 Gramm auf 100, denke ich 50 Gramm Kohlenhydrate. 50 Gramm Kohlenhydrate in Verbindung mit 15 bis 20 Gramm Aminosäuren. Schnell verfügbar, hast du binnen spätestens 30 Minuten im System, in deinem Blut drin. Und danach, halbe Stunde später spätestens, solltest du auf jeden Fall, in deinem Fall jetzt auf jeden Fall ein bisschen Reis zu dir nehmen. Ja, oder zumindest Aminosäuren in Form von Fisch, Fleisch, was auch immer, welche Quelle du wählen möchtest. Ja. Da kann sogar zur Not Soja sein oder Quinoa, selbst da ist Eiweiß drin. Soja? Ja, muss nicht sein. Ich bin kein Soja-Fan. Okay. Auf jeden Fall anderthalb Stunden spätestens. Also sagen wir mal, eine halbe Stunde, nachdem du die schnellverdaulichen Sachen getrunken hast, kannst du mit deiner ersten Mahlzeit anfangen. So. Oh yeah. Also ihr habt gehört, ich muss mich beeilen, ich gehe jetzt was essen, beziehungsweise trinken und dann was essen. So, wir sind raus heute. Ich bin geschafft, wir haben jetzt die schlimmste Arbeit vor uns. Wir müssen noch die scheiß Gewichte abräumen und den ganzen Kram beseitigen. Ist aber ganz wichtig, Leute, denn nehmt Rücksicht auf die anderen. Ganz genau sieht es aus. Also, wenn jeder seinen Scheiß wegräumt, dann ist uns eingeholfen, dann finde ich immer wieder ein aufgeräumtes Studio vor. Insofern, re-rack your weights, you gym rats. Ich bedanke mich bei Aristo. Ich bedanke mich bei dir. Ja. War ein cooles Training, wir werden in Zukunft noch mehr miteinander machen. Ich bin raus, ich bin durch. Ich trinke jetzt übrigens ein Whey-Isolat mit viel Glutamin, Magnesium, Vitamin C, BCAAs. Also ihr habt's gehört, Goliath, aha. David. Ciao Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind raus, tschüss. Ciao.